okay. Also wir haben 2 Tage gearbeitet und wenn ich das so sehe, ein Riesen in 2 Tagen viel gearbeitet, Fleiß, Fleiß. Und wie immer am Anfang ein bisschen langsam und dann, als Mario warm war, aus der Hüfte geschossen, fertig. Aber das war da. So, was ist denn jetzt? Gell? Das ist ja da richtig explodiert. Das schwierige Thema Cup. Finde ich schwierig, weil du hast, wir haben ja vom Foto als Vorlage, sollte es ja eine Bildidee geben. Licht und Schatten, super, super hingehauen. Da unten die Perspektive gut. Und die Bilder leuchten schön. Auch das war ja so ein Problem mit der Farbe. Man hat dann gemerkt, das war dann so gestern Nachmittag, hatte ich den Eindruck, ja, irgendwie musste noch ein bisschen Spaß mit rein. Und das wusste ich noch gar nicht, dass Mario natürlich totales Talent für Karikatur und also körperliche Sachen hat. Ja, ich finde super gemalt. Ob du zufrieden bist, weiß ich nicht. Ich bin sehr. Und ja, hat es dir gefallen? Oder jetzt kannst du mich mal super. Ein bisschen ins Kreuz treten. War wie immer lohnenswert und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man nimmt immer wieder was mit. Ja, und sieht man ja. Also ich bin zufrieden. Ja. Meine Frau wird mich wahrscheinlich zu Hause reinlassen. Das ist schon mal schön. Das Ergebnis, und das Schöne ist ja, wenn du da auf Funke überspringst, da ist er ja, wir kennen es ja schon länger, wenn du weitermalst. Da bist du, wir sind ja alle auf dem Weg. Genau. Okay, bist du mittlerweile noch was irgendwie, hast du irgendwas dazu sagen oder so? Nee, ich finde die Dinger wirklich toll. Ganz klasse. Der Himmel, mir gefällt der Himmel da auf dem linken Bild. Das ist mein Favorit. Welches? Hier, das Freche? Ja, klar. Ich finde das hier oben mehr zeitgemäß. Wir sind ja im Jahrhundert des Protestes. Ja, wir haben ja hier alles was. Der Protest. Ja. Okay, also wirklich immer, was so entsteht in 2 Tagen, weil es ist wenig Zeit. Ja, also ist schon. Ja. Gut, Clemens. Ja. Bei Clemens habe ich gemerkt, dass wir haben hier unten angefangen. Das war der erste Tag. Und dann haben wir oben, also ganz erstaunlich, beim zweiten Tag, also bei Clemens ist dann eins passiert. Also gestern, als du dich gesetzt hast und angefangen hast zu mischen und die Farbe zu mischen, dann hat er dieses Ding ja rausgehauen. Ein Kracher, finde ich. Ein Wahnsinns Qualitätssprung. Und auch hier oben. Und das war übrigens ja nicht geplant, weil wir hatten ja kein Foto aus dem Wald hier, aus dem Märchenwald. Das hat der Clemens selber mit und dann auch ganz toll umgesetzt. Auch erstaunlich, die vielen Bilder in den 2 Tagen und ich hoffe, es hat ja Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sonst können wir noch was besser machen. Der Zweifel gehört immer zur Weiterentwicklung. Ja. Also, und die Tipps, die du gegeben hast, die war, dafür bin ich dankbar. Das war so ein bisschen mein Ziel, da auch möglichst viel mitzunehmen, weil ich ja eigentlich erstmal wieder Anfänger bin. Und jetzt mal schauen, was aber auch Formlibo das so weiterentwickeln kann. Ja, Anfänger Formlibo, so richtig klar man das nicht, gell? Heimlich das ist, aber Talent halt auch irgendwie, würde ich sagen. Ja, weil das ist hier wirklich ganz erstaunlich. Ja. So, unsere Zeichnerin. Wir haben jetzt ja nicht die Skizzen dabei. Also du kommst aus der Zeichnung und auch 4 Bilder in 2 Tagen. Hier unten sieht man den ersten Tag so. Also eigentlich ganz oben, wir haben ja mit dem Cup angefangen. Und Licht und Schatten ist da. Ich glaube, das Ding Malerei, also wirklich die Fläche und die Farbe, ist, wenn man aus dem Zeichnen kommt, schwer. Ja. Und das dauert ein bisschen, um da Liebe dazu zu kriegen. Also ich würde mir wünschen, dass du dran bleibst, aber natürlich, wer Sketcher ist, ist Sketcher. Und ja, das habe ich auch erst letztes Jahr mal versucht. Ja. Mhm. Aber auch das ist mir schwer gefallen, in der Natur das einzufangen. Ja. Ja, das man sieht dann auch, das musste mal wieder weg von der Architektur. Auch so ein bisschen Spaß an der Figürlichkeit. Und das ist ja,
da zweifelst du dran. Ne? Ich finde trotzdem noch, auch wenn das war der erste Tag, stimmt, ja, dass das trotzdem super ist, weil der hier die Kontraste so toll sind. Mhm. Ja. Das auch, aber da war die Idee dann mehr das Blau, das fällt davor. Und in mittleren noch nicht, obwohl es hat natürlich eine total starke Stelle, wie immer. Und das hier. Das hast du hier wunderbar gelöst. Und das ist eben so. Das Weiß kommt hier wieder. Das Bild hat mehr Tiefe. Und das ist eigentlich auch schon am ersten Tag toll geworden. Ja, du hast dir Mühe gegeben, du hast gekämpft mit uns und ich hoffe auch eine schöne Zeit gehabt. Die hatte ich, also ganz sicher. Ja, ja, und ich habe auch wirklich viel gelernt, also im Hintergrund unklar zu bleiben, um Tiefe reinzukriegen, ja, konnte ich jetzt nicht so, weil nur gerade dass der Klotz da in der Mitte ist, aber Farben zu mischen, das werde ich üben. Ja, das finde ich auch wichtig. Das wäre ja nicht schlimm, wenn einer gar kein Bild hätte. Aber das ist ja soll es auch geben. Einer hat ja aufgegeben, muss man auch sagen. Ihr habt durchgehalten. Super. So, gucken wir weiter. Erster Tag war noch nicht trocken und wurde dann angefangen, weil dieser Druck, den man immer hat, zeitlich fertig zu werden, nicht warten, bis es trocknet. Wir haben ja beide versucht, das Bild farblich zu retten. Und wir dachten schon, die Farben hauen nicht hin, aber es war einfach so, es muss erst trocken sein, dann kann man die nächste drüber setzen. Und nachdem das Bild abgetrocknet war, kam es dann raus. Und das ist dann hier ganz toll gelungen, die Farbe zum Leuchten zu bringen. Das war ja auch so ein Thema. Das sieht man jetzt hier schön. Ja? Und beim Bernd, der natürlich auch immer so ein kleiner Schwalb ist, war das klar, dass Ernie im Bert musste auch irgendwie mit ran. Ja? Und dann der Honecker. Und Erich Honecker. Erich Honecker. Da hier klar, sind mit Udo Lindenberg. Ah. Und nicht auf der Linie. Das hatte ich nicht auf dem Plan, dass ihr so gerne so auch Karikaturen macht und sketcht. Aber super, ne? Und diese Nacht habe ich eine Karikatur von Honecker gefunden. Siehst du? Ich bin wach geworden. Ich schicke sie dann, wenn ich es umgesetzt habe. Ja, ja. Okay. Und hat es auch gepasst, wie immer, Bernd. Weißt du, das ist das Schönste an der ganzen Sache, hier zusammenzusitzen. Ja. Ich bin ganz begeistert, muss ich dir sagen. Obwohl du immer sagst, das stimmt nicht, aber guck dir das mal an. Das ist wirklich eine Abstraktion hier drin. Hier ist der Hammer und du hast ein Gefühl für Farben. Das sieht man wirklich. Dieses Farbgefühl, ja, und die Leuchten. Und auch hier unten, und es ist abstrakt. Und ich würde, wenn du Lust hast, weiter zu malen, bleib einfach dabei. Bleib so locker, mach ein Haus so frei und wir können in Murnau einen Haufen Geld verdienen. Ja. Nein, das ist wirklich so herrlich abstrakt. Und das hat mir, und vor allem ein Gemüt, ein so toller Mensch, froh, dass ich dich kennengelernt habe. Du hast uns ja wirklich den Kurs mit bereichert, mit deiner Persönlichkeit. Ja. Und war toll, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja. War klasse. Ne? Und die hätte ich gerne hier wirklich. Ja? Das sind wunderbare Bilder. Ich würde so Rahmen aufhängen. Ja, Mario. Ja, das ist wirklich toll. Ne? Ah ja, bring die mal zu Rama und dann. Und das ist, und da sieht man jeder einen anderen Stil, jeder eine andere Persönlichkeit. Und da ich bin. Und du hast es mit einer Arschruhe gemacht. War mir eine. Ja. Wie hat es dir gefallen, dieser Kurs bei Koniger Bora? War wirklich toll. War wirklich. Ich hatte mir gar nicht so vorgestellt. Aber man weiß ja nicht, ne? Wenn man dann unvoreingenommen dann hier hinkommt und man sieht da die Leute und man hat da mal ein paar Worte miteinander gewechselt und ne, dann guckt man mal, was die einen machen und was die anderen machen.